Wie, scheiß drauf, Mann, der ist weg. Nein, du sollst auch weiter nach unten kommen. Geht der jetzt echt wieder hoch? Geht wieder hoch. Du solltest nicht wieder hochgehen. Oh, ich sag euch gleich gleiche Drama wie eben eher. Einer von euch. Scheiße, der ist tot. Wir müssen ihn finden. Wir müssen ihn finden. Es bist nur noch du da. Finde den. Ich hab hier nichts. Weiter geht's. Ja, komm doch hoch auf deine alte Position. Der Klotz war zu niedrig. Ich dachte, der wäre höher. War er aber nicht. Blöd, dass du auf die eine Sprengung reagiert hast, aber danke. Puh. Das hat auch irgendwie länger gedauert als nötig, eher. Bin ich ehrlich, das war auch unnötig lang. Ich würde sagen, jetzt fahren wir mal dahin. Aber erstmal steigen wir.
Naja, erstmal steige ich in die Trucks ein. Denn mit denen waren wir noch nicht so viel unterwegs. Und wir wollen die Sehenswürdigkeit noch mitnehmen. Nein, Ma'am, habe ich eigentlich nicht. Ja, sorry, ich konnte sie nicht sehen. Wie komme ich denn jetzt hier nach oben? Was soll denn der wissen? The Science. Was würden Sie als Bürgermeister im Jahre 1850 tun, wenn sich mitten in Ihrer Stadt eine Barackensiedlung voller Verbrecher befindet? Wenn Sie Bürgermeister Long John Wentworth wären, würden Sie die Bewohner von The Sands zu einem vorgetäuschten Pferderennen locken, während Ihre Männer die Hütten abreißen. Ich weiß nicht, wann die Prostituierten, Glücksspieler, Diebe und Mörder merkten, dass es gar kein Pferderennen gab, aber als sie zurückkamen, zettelten sie ein Mordstumult an, und gerade als es so richtig zur Sache ging, zündete jemand ein Streichholz an. Das ganze Gebiet, etwa so groß wie eine Pferderennbahn, ging in Flammen auf. Ja, passt dann doch zur Ironie, oder? Sorry, ich habe vielleicht ein bisschen doof geparkt, aber... Erstmal machen wir mal hier, dass die Feuerwehr ruhig ist, ey. Kein Bock auf den Tumult. Ja, mit diesem Gang-Auto möchte ich auch eigentlich nicht so richtig gesehen werden, bin ich auch ehrlich. Ist auch blöd, ne? Falsche Gebäude. Das müsste ja da sein. Okay, das erklärt die Frage, wie ich hochkomme.
Biemp. Zumindest ich bis hier hochkomme. So richtig weiter hoch hat mich das jetzt aber nicht gebracht. Chef, du sitzt da so auf deinem Balkönchen und auf einmal kommt da so eine lang gesprintet. Nicht hoch. Auf die Kartons kann ich nicht. Wie Sie sehen, habe ich eine Fernbedienung dafür, also ich darf das. Was ist das? Irgendeine Datei? Oh Gott, und jetzt ist das so weit weg alles, ey. Muss schnell machen. Hä? Jetzt mal ohne Kram, ich komme hier doch nicht mehr runter. Wie komme ich denn hier wieder runter? Ich bin so ein. Ich muss mich beeilen. Das hätte ich wahrscheinlich auch über die Dächer machen können. Also über diese Vorsprünge, die ich eben gesehen habe. How?
starb. Offensichtlich so. Entstand großer Schaden. Er unterstrich seine Bedenken, indem es eigentlich nicht gefährlich sein konnte, sich allein auf das System zu verlassen. War das Terrorismus? Ich denke schon. Ich meine, das entspricht doch ziemlich genau der Definition, oder? Ja, ja. Ah, okay, Ende der Nachricht. Sofern nichts Interessantes mehr da ist. Jetzt gerade. Das ist ein QR-Code, ne? Wir fahren erstmal zu der Sehenswürdigkeit, dann nach der oben, dann machen wir hier weiter und so weiter und so fort. Also ich habe einen Plan auf jeden Fall. Ich habe gar nichts gesehen, weil es so schnell ging. Du hast alles gesehen! Bürgermeister Rushmore reicht den Einwohnern Chicagos nach einer hart umkämpften Wahl die Hand. Trotz des Ärgers in einigen Vierteln über seinen Überraschungssieg beteuert Rushmore, dass das Rathaus wie immer... Bla bla bla. Wie immer unglaublich korrupt ist. Cerulean Wave Club. Der Cerulean Wave Club, der George Bucks Moran und Julius Pratus Kaufmann von der irischen Northside Gang gehörte, zog ein exklusives Publikum an, das gerne um hohe Summen spielte. Gerüchte besagen, dass die Polizei 10% der Gewinne einstrich. Es ist unnötig zu erwähnen, dass der Club für die Gang sehr lukrativ war. Aufgrund öffentlichen Drucks nach dem Valentinstag-Massaker von 1929 ordnete der Polizeichef eine Razzia in dem Club an, der daraufhin endgültig geschlossen wurde. Über das Valentinstag-Massaker hatten wir ja eben auch schon ein bisschen was gelesen. Und ja, dann wissen wir da auch Bescheid. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier ein bisschen weitermachen. Seaside Restaurant. An Bord, ihr Landratten. Dies ist die schönste seetüchtige Schaluppe zwischen all diesen Inseln hier. Also klettert an Bord und lasst euch den Fang des Tages schmecken. Ihr werdet euch fühlen wie ein Pirat, der einen vergrabenen Schatz gefunden hat. Und, los, über die Planke. Sorry, hab die zurechtgelegte Metapher vergessen. Das dürfen wir mal die Metapher vergessen, ne? Das ist sehr unpraktisch. Alles klar, ja, für ihr auch. So, und jetzt machen wir hier mal ein bisschen wieder ins Auto steigen. Und gucken, dass wir die... nächste Sehenswürdigkeit ansteuern, die sich hier befindet. Wenn ich das richtig sehe. Oh.
da habe ich ein teures Auto kaputt gefahren. Aber gut, dass die hier alle sehr gut versichert sind. Ich hätte gedacht, dass es das hier vorne ist, aber das ist gar nicht das hier vorne. Commonwealth Hotel. In dem Zimmer des Commonwealth Hotel muss es ganz schöne Sammlung von Dieben und anderen zwielichten Gestalten gegeben haben. Der berüchtigte John Dillinger lief durch diese plüschbedeckten Hallen. Und im Jahr 1933 waren Dr. Harold Cassidy und Dr. William Löser hier eingecheckt und besaßen die Güte Dillinger in seinem Zimmer einer Schönheitsoperation zu unterziehen. Ah, das klingt schmerzhaft, um ehrlich zu sein. Klingt nach einer nicht fachmännisch ausgeführten. Das ist Poker, ne? Ja, Pokern haben wir schon. Ach, uns fehlen ja nur noch die Trinkspiele. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Aber wir machen jetzt erstmal das, dann machen wir das Beobachten. Dann die Sehenswürdigkeiten, dann den QR-Code. Also praktisch so, zack, zack. Zack, 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 zack. Was ist das hier? Das ist ein Tunnel, ne? Dann gehen wir zum Fixer-Auftrag und so weiter und so fort. Das ist jetzt der Plan für heute. Das ist nicht gut, wenn man sowas sagt. Wenn jemand da nicht mehr gepflegt wird. Das ist sicherlich unpraktisch. Die Person. Wenn ich hier dieses ganze Reifengequietsche höre, habe ich Angst, dass mich gleich einfach jeden Moment jemand überfährt. Finde ich persönlich ja doof. John Hancock Center. Das Gebäude mit dem Spitznamen Big John ist eines der höchsten Wohngebäude der Welt. Der Pool befindet sich auf der 44. Etage und gilt als der höchste Innenpool in Amerika. Können Sie sich die Aussicht vorstellen? Man muss sich vorkommen, als würde man in den Wolken schwimmen. Vögel, die vorbeifliegen, haben diesen irritierten WTF-Gesichtsausdruck. Warum muss ich mir jetzt Vögel mit WTF-Gesichtsausdruck vorstellen? Ey. Überfährt er mich einfach eiskalt? Dir sagen, ich bin so glücklich. Darren ist wirklich so ein süßer Typ. Er ist toll und alles ist toll, weißt du ja nur. Also, natürlich ist nicht alles perfekt, ja, aber das ist normal, oder? Ja, ja, also, okay. So, wir hatten ein paar Probleme im Schlafzimmer. What the fuck? Eigentlich nichts. Ich meine, Darren ist so süß und sanft zu mir, aber. Das sind wir bei den Vögeln, ne? Er bringt mich einfach nicht zum. Weißt du. Manchmal wünsche ich mir, er wäre etwas mehr. Aber egal. Was gibt's Neues bei dir? Wow! Oh, das ist ja toll. Das freut mich für dich. Und ist er groß?
Oh Gott, ey. Oh, das sind immer Gespräche, die die führen. Das ist unglaublich. Bei solchen Gesprächen, das ist immer nicht gut, wenn man dann verlauscht wird. Was gibt's Neues? Ja, Cash schon brauche ich aber nicht. Schön, dass es in der Nähe ist. Ich habe den Cash Run für meinen Minispieler schon gemacht, oder nicht? Ja, 1 von 1. 7 von 18. Ja, 16 von 40 ist echt wenig. Es wird langsam, Leute. Es wird langsam. Den einen QR-Code können wir, glaube ich, erst später machen. Das Haus von Samuel Nails Morton. An dieser Stelle stand das Haus von Samuel Nails Morton, einem jüdischen Gangster, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, bevor er sich einem kriminellen Leben in Chicago verschrieb. Morton war Mitglied der North Side Gang. Zusammen mit Dean O'Banion, Berichten zufolge, hatte er zwei Polizisten erschossen, weil sie ihn beim Abendessen störten. Stellen Sie sich vor, was er mit Telefonverkäufern machen würde. Ja. Dann gäbe es wahrscheinlich keine Telefonverkäufer mehr. Das ist wie dieser Kleidungsshop, ne, den ich da jetzt so stundenlang suchen muss, weil ich muss merken, ich habe am Kreisverkehr geparkt. Die Fahrer hier nerven. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Alles klar, aber ja. Ja. Hallo. Hi, ich möchte gerne einkaufen. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Sie sich zurecht? Ja, ja. So gerade so, ne? Mal gucken, was für ein Outfit wir jetzt für uns wählen.